Meine Damen und Herren, ich wende mich heute an Sie, weil etwas eingetreten ist, was es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat. Und darüber möchte ich Sie unverzüglich informieren. Lassen Sie mich kurz erklären, worum es geht. Es geht um den Ibiza-Untersuchungsausschuss im Parlament einerseits und den Bundesminister für Finanzen andererseits. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat den Bundesminister für Finanzen aufgefordert, bestimmte Akten, die nach Ansicht des Ausschusses für die Untersuchung relevant sind, vorzulegen. Der Bundesminister ist dieser Aufforderung bisher nicht nachgekommen. Der Verfassungsgerichtshof hat auf Ansuchen des Ibiza-Untersuchungsausschusses die Sachlage geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass der Finanzminister zur Vorlage dieser Akten verpflichtet ist. Und dieses Erkenntnis wurde am 3. März dieses Jahres veröffentlicht. Der Bundesminister ist diesem Erkenntnis bisher nicht nachgekommen. Und aus diesem Grund hat der Verfassungsgerichtshof heute beim Bundespräsidenten, also bei mir, mit Beschluss vom 6. Mai 2021, wie von der Bundesverfassung vorgesehen, die Exekution dieses Erkenntnisses beantragt. Und dieser Antrag des VfGH ist heute in der Präsidentschaftskanzlei eingelangt. Da stehen wir jetzt. Diese Situation mag für viele überraschend sein, nicht aber, wenn ich so sagen darf, nicht aber für unsere Bundesverfassung. Denn auch für diesen konkreten Fall gibt es eine klare Handlungsanweisung, nämlich im Artikel 146 Absatz 2 BVG, Bundesverfassungsgesetz, den ich wörtlich zitieren möchte. Dort heißt es: Die Exekution der übrigen Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs liegt dem Bundespräsidenten ob. Sie ist nach dessen Weisungen durch die nach seinem Ermessen hierzu beauftragten Organe des Bundes oder der Länder, einschließlich des Bundesheeres, durchzuführen. Der Antrag auf Exekution solcher Erkenntnisse ist vom VfGH beim Bundespräsidenten zu stellen. Ich bin als Bundespräsident auf die Verfassung angelobt und werde meine verfassungsmäßigen Pflichten erfüllen. Vor kurzem hat mir Herr Finanzminister Blümel in einem Gespräch persönlich versichert, dass er den Auftrag des VfGH unverzüglich erfüllen wird. Und wenn ich vom Ibiza-Untersuchungsausschuss die Information bekomme, dass die Unterlagen vollständig eingegangen sind, erübrigt sich die vom VfGH beantragte Exekution. Sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, werde ich meinen verfassungsmäßigen Pflichten entsprechen. Meine Damen und Herren, unsere Bundesverfassung legt Demokratie und Rechtsstaat als tragende Säulen unseres Gemeinwesens fest. Sie schreibt die Gewaltenteilung fest. Sie regelt, wer im Staat wofür verantwortlich ist. Sie regelt unser aller Zusammenleben. Und an diese Regeln haben wir uns alle zu halten. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.